Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich weiter an unserem BMW, weil dieser geile Typ da ist. Daniel von Animal Racing. Das richtige Leckerchen hier. Ihr kennt ihn ja schon, aber heute geht es erstmal um diese Rakete. Ganz kurz vorweg, weil Daniel gerade schon so geschwärmt hat. Ja, er ist von innen eigentlich zu krass. Picobello. Zu schade. Hast du da drin schon mal was gegessen? Nee. Ich zeig euch mal, womit Max dieses Fachzeug bewegt, ne? Ganz wichtig. Ja. Die Doktorhandschuhe. Pass auf, folgende Baustelle. Deswegen ist Daniel hier. Wir kommen da später gleich nochmal dazu. Wir wollten euch das erstmal nur ganz grob schon mal erklären. Man setzt sich in das Auto rein. Recaro Pole Position. Also nicht mein Bauch, sondern das T-Shirt. Achso. Ah. Spaß. Für mich wirklich nach wie vor der beste Sitz. Absolut. Sage ich ganz ehrlich immer wieder, seitdem die in der Limo drin waren, es gibt für mich auch keinen bequemeren Sitz. Ja. Wenn man den schräg genug nach hinten stellt, dass man ein bisschen Platz an den Schultern hat, würde ich ganz Tag lang nur mit dem Sitz durchgehen fahren. Ja, du kannst echt hunderte Kilometer runterrocken. Wirklich, gar kein Problem. So, jetzt ist beim E46 nur das Problem. Ich denke mal, wir kriegen es nicht gefilmt, aber Daniel erklärt uns das jetzt hier einmal. Man sitzt absolut scheiße zum Lenkrad. Ja, außermittig. Also vollkommen außermittig. Du hast ja eh, die Lenksäule wandert ja, ja schräg zu dir, ne? Also die ist so gekippt. Genau, die ist so gekippt. Das heißt, hier hast du einen kürzeren Arm, hier hast du einen längeren Arm. Das war bei der ersten Konsolengeneration zum Beispiel, dass wir die Basis daran angelehnt haben, sind aber viele nicht mit klargekommen. Obwohl es im Endeffekt schon angenehmer war, wenn du dem eine Chance gegeben hast, sich daran zu gewöhnen. Dann hast du auch ein ganz anderes Blickfeld gehabt. So, aber das haben wir jetzt wieder abgeändert. Das heißt, wir haben eine normale Standardbasis, genauso wie Recaro im Endeffekt. Du sitzt straight in Fahrtrichtung, kannst aber den Sitz weiter rüberschieben. Das Problem, was wir auf jeden Fall bei dir haben, du hast ja nur eine Mittelkonsole. Wenn du jetzt ein Track-Tool hast mit einer nackten Karosse im Endeffekt, dann kannst du den Sitz noch weiter rüberschieben. Ne? Also die Range von der Verstellung ist auf jeden Fall da in der Konsole. Das heißt, in diesem Video geht es heute darum, Daniel, Firma Animal Racing, hat ein paar Sitzkonsolen für den Recaro Pole Position mit, die auch extrem übel geil aussehen. Ihr habt es in dem einen oder anderen Auto bei uns schon gesehen. Womit wir den Sitz A maximal hier nach innen stellen. Ja. Man sieht es auch an den Beinen, da sieht man es fast am besten dran. Also jetzt sind meine Beine gerade. Das eine ist hier und das andere ist hier. Also ich müsste auf jeden Fall 3-4 cm rüber. Soweit kommen wir natürlich nicht, weil man sieht ja hier ist ja schon... Ja. Also wir schaffen wahrscheinlich vielleicht 2-3 cm. Das kann man am Ende aber alles einstellen. Das kannst du alles einstellen. Cool. Also wir können wirklich Maximum ausreizen. Wir müssen halt gucken, wie wir mit der Gurtpeitsche noch klarkommen, ne? Weil die kommt ja auch noch dazwischen. Da ist die gute Frage, ist die eigentlich hier, also es gibt ja zwei Versionen, ist die eigentlich hier in dem Sitz drin? Also kommt die in dem Sitz raus oder würdest du die außen machen? Kommt auf die Statur an. Also es kann auch unangenehm sein, wenn sie innen ist, dann sollte sie eigentlich ein bisschen höher kommen, dass sie übers Becken ragt, weil sonst kann es echt unangenehm werden. Aber ich denke, du dürftest da gar keine Probleme mit haben. Aber in Summe geht es genau in diesem Video heute darum, Sitzposition BMW, ist bei vielen BMWs so, ne? Ja, bei allen, ja. Auch bei aktuellen machen die das immer noch mit Lenkrad? Tatsache, ja. Hat man da schon mal warum das so ist, weiß man? Also eine genaue Info kriegst du nicht darüber. Ich denke einfach, dass das mit der Konstruktion am Vorderwagen halt zusammenhängt. Okay. Ja? Oder sicherheitsrelevantes Thema könnte auch gut sein. Aber so richtig rückt da keiner bei BMW mit raus, warum es so gebaut worden ist. Aber wir passen immer in die Sitzposition schon mal an. Ja. Kommen wir auch tiefer, ja? Ein bisschen tiefer auf? Ein bisschen ist gut, ja. Weil ich bin ja auch lass dich überraschen. Wir können ja mal gleich auf Spaß, einfach mal, wenn du mit dem Kopf drin sitzt, machen wir mal hier Faustmessung. Mhm. Und gucken, wie viel tiefer wir danach sind. Ja, oder wir lassen den anderen Sitz erstmal so, machen nur die Seite und dann sehen wir auch, wie tief wir runterkommen. Ne? Ja. Aber gerade, wir haben ja für den Abarth auch schon so geile Konsolen gebaut, die hat man auch schon das eine oder andere Mal gesehen. Da ist halt das Chefige, also es gibt tatsächlich Leute, die sich jetzt reinsetzen und sagen, boah, ist mir zu tief, wie sie höher haben. Aber ich sehe halt noch 2-3 Löcher von der Seite, würdest du tatsächlich noch tiefer machen. Ja. So am besten wirklich so. Ganz intuitiv fahren. Ja, weiß ich nicht, irgendwie am besten. Nee, aber sonst so an der Stelle nochmal vielen Dank an Recaro trotzdem für diesen Sitz, beziehungsweise die Azubi-Abteilung, die diesen alten Stoff in diesen Sitz reingemacht hat. Ne? Das ist ultra geil. Es passt in dieses Auto einfach perfekt rein. Ja, Recaro ist halt die Mutter aller Sitze und Sitzkonsolen im Endeffekt. Ne? Alles, was danach kommt, reiht sich da hinten an. Ja, wir haben ein bisschen an der Stellschraube gedreht, aber im Endeffekt ist eine Recaro-Konsole genauso gut wie jede andere auf diesem Markt. Finde ich aber, ist auf jeden Fall unternehmerisch gesehen auch eine gute Einstellung von euch. Ja. Man könnte jetzt auch sagen, alles scheiße, wir machen das besser, leichter, geiler, cooler und so weiter. Ne? Aber ich muss halt auch wirklich sagen, also wenn ich selber auch einen Sitz machen würde, ich würde nichts anderes machen. Ja. Also ich würde genau so sieht für mich einfach der ideale Sitz aus. Würde es auch am liebsten hier ins Auto reinmachen. Schon überlegt, ob sie im Bus reinpassen, aber. Mit Sicherheit. Nein, okay, lange Rede. Wir nehmen erstmal den Fahrersitz raus und gucken uns dann mal ganz in Ruhe oben außerhalb dieser ganzen Baustellen hier die Konsole an. Genau. Let's go. Das Objekt der Begierde. Das Prachtstück. Optisch auf jeden Fall immer 1+. Das sieht sehr, sehr geil aus. Ja. Wenn ich mir das so angucke, so mit diesem futuristischen Design. Leichtbau, ne? Leichtbau.
Ja, tatsächlich. Da kommen wir später zu. Da kommen wir später zu. Ah, ja. Okay, okay. Mein Herz heult immer ein wenig, aber die Optik macht das dann wieder gut. Ja, also gravierendster Unterschied. Ja, wobei, erzähl du mal. Der dein Produkt, meistens kann man über das Produkt am besten immer selber reden. Ja, gravierendster Unterschied ist, dass wir es mit der Basis oder beziehungsweise mit den L-Adaptern und über die Basis geschafft haben, halt die Range oder beziehungsweise fangen wir anders an. Wir schaffen es auch mit der Konsole alle gängigen Schalensitze zu kompensieren. Mhm. Eben weil du die Verstellmöglichkeit über die Längslöcher hast. Dann hast du den nächsten Punkt, ist der Sitz einmal drinne, kannst du die Konsole individuell einstellen. Das heißt, du schaffst es im E36 und im E46 mittig vors Lenkrad zu rutschen. Mhm. So, das ist so der Hauptvorteil dieser Konsole. Jetzt in den L-Adaptern ist wieder eine Neuerung. Da haben wir weiter nach hinten auskonstruiert, also haben wir den L-Adapter länger nach hinten gezogen. Erstens zur Montage. Hier an dem getriebetunnelseitigen Montagepunkt. Du kannst es besser verschrauben im eingebauten Zustand. Aber der Clou ist, der Pole Position hat ja eine ausgewölbte Sitzwange. Mhm. Das siehst du hier ganz gut an dem Sitz. Ich weiß nicht. Da kannst du mal drunter filmen, dann siehst du von hier, Max, siehst du das super, wie weit der Popo und so siehst du, hier kollidiert er zum Beispiel schon mal, ne, mit dem L-Adapter. Ja. Mhm. So, und das sind wir umgangen, indem wir den L-Adapter weiter nach hinten konstruiert haben und fallen jetzt mit der Wange hier hinten hin. Verstehe. Das heißt, wir kollidieren nicht mit dem L-Adapter und wir haben eine bessere Verbindung von oberer Laufschiene zu unterer Laufschiene. Mhm. Ja, das heißt, gehst du weiter nach hinten, hast du immer noch Fleisch von Ober- und Unterlaufschiene. Das beeinflusst nachher das Kippmoment. Also es ist wesentlich steifer, ne? Weil ja, mehr Fleisch. Das heißt, wenn der Sitz eingebaut, übertrieben gesagt, so wäre im Auto, ist nicht gut, weil der Sitz schon so weit hinten von der Laufschiene im Freien, wie er steht. Ja. Ja, du hast einfach weniger Fleisch von der Laufschiene. Wenn die jetzt komplett beide übereinander geschlossen sind, dann ist mehr Pack an der Laufschiene. Ja, ja. Und umso weiter du nach hinten gehst, klar, hinten ist halt nichts. Ne? Was hat das Design auf sich? Einfach nur Design oder ist das schon irgendwie, hat das einen Sinn, warum das so aussieht alles? Du hast Design, klar, also es fängt alles mit dem Design an. So, nachher schimpfen die Jungs und sagen, nee, das geht nicht. Wir müssen das reduzieren, weil es kommt ja darauf an, die Konsole muss eine gewisse Kraft kompensieren. Wir sind, es gibt drei Normen. Nach EWG, DMSB oder FIA-Norm. Da ist, es gibt auch ein Kraftfahrzentralregister, wo du reingucken kannst, wo auch die Autohersteller reingucken. Das besagt, dass du eine Kraft von 20 G nach vorne, 15 G in Querrichtung und 10 nach hinten kompensierst. Der schlimmste oder Worst Case ist immer, wenn du hinten einplankst und der Sitz nach hinten wegklappt. Deswegen haben wir zum Beispiel hier auch in den Laufschienen vorne zwei Anschaupunkte. Das heißt, ich drehe mich und raste von hinten ein. Was, oder wenn hinten einer volles Ballett ins Auto reinfährt. Zum Beispiel, genau, da kann es ja auch passieren. Im Seriensitz würde es dir eher passieren, dass die Rückenlehne runterklappt, weil die Rastungen halt so aufgebaut sind. Aber hier hast du keine Chance. Also wenn das nicht hält, dann... Weil auch, fällt mir dazu ein, nach vorne hast du logischerweise den Anschnallgurt immer. Korrekt. Den hast du nach hinten halt gar nicht, ne? Ja. Mhm. Und du darfst nicht vergessen, du bist ja immer noch mit einem Dreipunktgurt gesichert. Mhm. So, Recaro hat ja oben nicht umsonst die Ausschnitte, dass du damit auch auf der Rennstrecke fahren kannst. Und dann bist du im Hosengurt. Da hast du einen 3-Zoll-Hosengurt. Im Idealfall, jetzt habe ich die Ankerbleche im Auto vergessen, die wollte ich dir auch zeigen, hast du so Ankerbleche mit Ringösen, die an der Fahrzeuggruppe verschweißen. Ja, das haben wir beim Arbeiter gemacht, beim Arbeit gleich gemacht. Ja. Genau, das ist das absolut Beste, was du machen kannst. Und die Konsole ist ja auch eigentlich für Track-Tools ausgelegt gewesen. Ne? Das heißt, das ist alles nicht nur sich so überlegt, sondern auch richtig berechnet, sagst du? Ja, das ist alles. Das heißt, da gibt es dann richtige Simulationen, die... Ja, genau. Mhm. Die Simulation, also die Simulation dient ja einfach dazu, dass wir das virtuell oder das Programm vervielfacht diese Situation, dass du mit dem bloßen Auge nachvollziehen kannst, wie die Konsole sich verwindet. In welche Richtungen, wo sind die Schwachpunkte, welche Ecken musst du stark halten und welche kannst du abspecken. Wobei das ja schon eine Konsole ist, die optisch schon extrem massiv ist, wenn ich das so überlege. Ne? Ja. Weil wir hatten ja auf der Essen Motor schon mal ja gezeigt gehabt, wie du an der Limo im Innenraum einmal gescannt. Also das basiert alles bei euch immer auf Scandaten. Mhm. Das heißt, da wird richtig Unterboden gescannt und dann konstruiert ihr die Konsole da rein. Genau, Lenkrad und Unterboden. Das ist ja bei Limo ganz was anderes, weil da ist ja der Unterboden so richtig, hier sind ja alle vier Schraubpunkte schön auf einer Höhe und so weiter. Ja. Ne? Also da ist BMW ja schon eher das Einfachste, was es gibt. Ne? Ja, safe. Ja, weil du hast einfach eine plane Fläche. Genau, guck mal, man hat einfach eine so eine fette, extra massive Platte. Wo sind das? 5, 8, 10 mm? 8 mm. Also am Anfang tatsächlich, wir haben mit einer 5 mm Basis angefangen. Das war so die erste Konsole von uns. Aber wir haben immer ein Fullframe benutzt, weil einfach die Steifigkeit viel höher ist. Mhm. Ja, und es ist einfach ein höherer Sicherheitsfaktor. Das heißt nicht so wie hier. Recaro hat da einfach zwei einzelne Konsolen. Ja. Was sind das hier? 3 mm, ne, würde ich sagen? Ja... Vielleicht 4? 4, ja, ich glaube, das sind 4. Und hier gleich das Doppelte. Genau. Zum Beispiel im DMSB-Handbuch, da kann sich jeder beim DMSB auf der Internetseite das DMSB-Handbuch runterladen und guckt da einfach rein. Ich glaube, das ist Artikel 2, Seite 253, Artikel 16. Da wird zum Beispiel für den Rennsport besagt, dass du mindestens eine Basis von 5 mm fahren sollst,
und L-Adapter ab 3 mm. Mhm. Das heißt, die dürfte ich da theoretisch sogar gar nicht fahren? Nee, wenn du jetzt Langstrecke fahren willst, RCN oder jetzt NLS, dann wäre das nicht möglich. Ich dachte immer so, wenn etwas TÜV hat, ist das schon so die höchste Stufe. Nee. Aber das ist dann eigentlich nur Einsteiger. Ja, Motorsport ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und das ist theoretisch Motorsport? Das kannst du sorglos. Also man kann schon sagen, ihr seid Motorsport, das ist richtig für Motorsport gebaut. Ja, perfekte Auto, unser E46 für Motorsport. Ja. Max wird sich freuen, wir wollten ja eh auf Rennstrecke damit. Deswegen. Nee, aber ich bin erstmal gespannt, wie man allein drin sitzt. Und was natürlich auch, sieht man hier sofort, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Löcher. Ja. Hier haben wir 6 Löcher. Mhm. Das heißt, man kann wirklich den Sitz sich so hinstellen, wie man will. Ja, ja. Wobei man muss sagen, also du kannst jetzt vorne ist, kannst du meistens alle 4 nutzen. Es kommt immer auf die Aufbauart vom Sitz an. Ne? Wie läuft die Wange vom Sitz? Achso, weil hier irgendwann nach oben. Genau. Da stößt du halt an, aber dann stehst du schon mit dem Sitz fast waagerecht oder fällst nach vorne hin ab. Hinten kannst du auch nicht die volle Range nutzen, zum Beispiel mit dem Recaro Pole Position. Dennoch bist du tief. Ja, ja. So, aber es gibt Sitze, da kannst du wirklich alles ausreizen. Ne? Das kommt immer auf den Aufbau vom Sitz selbst an. Also das heißt jetzt die Konsole ins Auto, dann drauf, dann Sitz ran, dann so stellen, wie man will und dann alles festziehen. Mhm. Und hier passt logischerweise eigentlich ja auch, wenn ich mir so angucke, jeder Sitz rein. Ne? Weil du kannst ja komplett die Breite von dem Sitz verstellen, ja, weil da sind ja manche Schalensitze auch anders. Du hast schmale Sitze, SPG, da gibt es 2 Versionen von. Du hast einmal den normalen Profi-SPG, der ist schmaler und dann gibt es den SPG XL. Der XL würde eher so in die Range vom Pole Position fallen von der Breite und der normale SPG ist echt schmal. Also wenn ich komme da rein, aber mit Schmerzen. Und nicht mehr raus. Wie ist das? Man hat ja bei vielen Sitzen, hat man hier zwischen nochmal einen Spacer und so. Ist nicht zu empfehlen. Also soll eigentlich keiner. Also anliegen, festziehen, fertig. Ja. Okay. Ja. Flächenverpressung ist immer das Beste, was du machen kannst. Krass. Wie lange macht ihr das schon? Seit 2017. Auch schon 5 Jahre mittlerweile. Ja. Das halt fliegt. Was war die erste Konsole, die ihr gemacht habt? Die war im Endeffekt von den Längslöchern. Es war direkt von der ersten Konsole aus schon mit drin. Aber die Basis war halt damals 5 mm, weil wir natürlich auch Gewichtsfetischisten waren. Aber die 5 mm hat auch gehalten. Das ist nicht das Problem. Aber du kommst dann ja mit der Zeit, lernst du auch dazu und fängst dann an, neue Lücken zu suchen, wie du es besser montieren kannst, wie es noch stabiler ist. Ne? Ich bin ja auch jemand, der wirklich auf jedes Gramm eigentlich immer guckt. Manche machen sich auch schon drüber lächerlich, aber ich muss sagen, beim Abarth habe ich definitiv gelernt, dass wenn der Sitz nicht vernünftig fest ist am Auto, ja, kann das Auto noch so leicht und geil sein. Die erste Kombination ist halt einfach immer über den Sitz zum Auto. Ja. Das heißt, man merkt das brutal, wenn man da wirklich richtig fest einfach drin sitzt. Absolut. Sobald du da so ein ganz bisschen so ein wabbeliges Ding hast, was ja auch beim Seriensitz ist, nicht weil der Sitz lose ist, sondern weil du einfach nicht fest im Sitz sitzt, da hat man sofort irgendwie, finde ich, ein unwohles Gefühl. Ja, und wie gesagt, wenn du einen Rennwagen fährst, du hast jetzt eine Zelle. Du hast von Vichers eine Zelle im Auto. Würdest du ohne die Zelle fahren? Rennstrecke, volles Limit? Wahrscheinlich nicht. Nein, aber es ist einfach. Nordschleife wahrscheinlich nicht. Bin ich immer noch nicht gefahren, aber Bilzerberg würde ich sofort machen. Ja, das steht noch an, ne? Nordschleife. Also Bilzerberg oder Oschersleben, sofort. Ja. Liegt ja einfach daran, weil diese ganzen Strecken nicht so diese Highspeed-Passagen haben wie an der Nordschleife. Weil an der Nordschleife hast du so viele Sekunden zum drüber nachdenken. Da könnte ich jetzt gerade einplanken. Ne? Ja, ja, das ist ja auf einer normalen Rennstrecke, Grand Prix-Strecke ganz anders, allein das Kiesbett dazwischen. Mhm. Weißt du selber, wenn du einmal im Kiesbett warst, das bremst ja so abrupt ab. Ja. Selbst wenn da nur 20 Meter Kiesbett sind. Reicht das ja schon, dass alles im Arsch ist. Okay, komm mal, gehen wir mal runter, legen wir es mal an. Also, gefühlt sieht es ja schon so aus, als wenn man auf dem Boden sitzt. Ne? Weißt so du, weil, klar, dadurch, dass die Plan angeschraubt ist, ist sie natürlich hier ganz auf dem Boden. Und hier ist er auch ganz auf dem Boden. Es sieht halt auch, muss man einfach sagen, echt stabil aus. Ne? Weil es ist ja wirklich schon wie so ein Rahmen, den man jetzt so reingeschraubt hat. Ne? Absolut, ja. Das ist schon wirklich krass. Okay, ja, und hier seht ihr jetzt, das Ding kann man jetzt halt komplett in alle Richtungen verschieben. Also wir können nicht nur den Sitz über die ganzen Positionen hoch und runter, links, rechts und können dann noch den ganzen Sitz am Ende so verschieben, wie wir halt gerne hätten. Ne? Da gibt es keine Norm zu, die besagt, wie der Sitz stehen muss am Ende. Nein. Also der TÜV kann jetzt nicht sagen, der Sitz steht ja schräg, das ist so verboten. Nein. Ist egal. Kann er nicht sagen, ne. Ja, dann würde ich jetzt sagen, dann müssen wir jetzt hier als nächstes logischerweise einen Sitz dran machen. Ja. Und ihn dann maximal tief und maximal eng in die Mitte. 2 Punkte gibt es noch. Die Bolzen, die Stehbolzen. Mhm. Ist im Endeffekt das kritischste System im Fall eines Heckaufpralls. Mhm. Die Konsole wird dir nicht kaputt gehen, aber die Stehbolzen können die rausreißen. Und dann kippst du nach hinten. Wenn du jetzt ein leergeräumtes Fahrzeug hast, wie im Rennauto, siehst du das Loch hier. Mhm. Hier gibt es optional ein Schlaufensystem, was jetzt demnächst kommt.
dann kannst du hier unten drunter, weil die Bodengruppe ist nämlich, sagen wir schnell, hohl. Das hohl, dann kannst du dir die Konsole nochmal schlaufen. Dann hast du da nochmal einen Plus an Sicherheit. Wenn so nach hinten fliegen würde beim... Ja. Kann man sich mal nicht vorstellen, ne? Aber ja, klar, was beim Unfall einfach an Kräften wirken. Absolut, ja. Okay, Konsole rein. Sitz rein, sorry. Bin ich zu dumm für die Tür drüben? So, jetzt kommt der Haarradweg. Der sich das Leben nicht schwer machen will. Auf der Innenseite nicht Imbusschrauben, sondern... Sechskant? Ja. Dass man mit dem Ratschenschlüssel ganz flach da so noch hinkommt, ne? Ja. Hat's einen Kaffee? Oh ja. Hat er dir geschmeckt? Ja, es ging so. Ich würde lügen. Ich zieh mir lieber die Schuhe aus. Nee, gut. So, erstes Probesitz. Pass auf, als allererstes. Fahren wir mal nach vorne. Dann machen wir mal so einen Vergleich vorher-nachher, wenn du hier jetzt so reinkippst. Also klar, er steht jetzt ein bisschen schräger. Steht schon schräger, aber alleine die Tiefe, ne? Ja, jawohl. Du wirst lachen. Ich bin jemand, der würde sogar noch tiefer sitzen. Ja, du kannst noch. Also die Schräge so passt perfekt. Ich sitze tatsächlich gerne so schräg, auch wenn es gerade bei so einem Auto, klar, Rennstrecke würde ich natürlich ein bisschen gerader stellen, aber man fährt halt 97% nicht auf der Rennstrecke. Ja, wobei es gar nicht so schlecht ist für die Rennstrecke. Also solange du dir das Blut hier nicht abklemmst, ist es sinnvoll, den so weit nach hinten zu klemmen, dass wenn du beim Bremsen eher in die Schale rutscht und dass dich das festhält, anstatt sehr flach zu sitzen aus dem Rutsch. Ich dachte für den Seiten halt in den Schultern eher gerade. Nein, geil. Nicht unbedingt. Okay, dann machen wir ganz gut da ganz. Dann liege ich gleich im Koffer auf. Nee, aber so ist es für mich schon, weil das hat mich wirklich gestört, dass du wie so ein Affe hier drin hängst. Ja. Ne? So, und wenn ich jetzt hier hinten runterfasse, ja, also wir haben locker. Ja, warte, hier ist höher, zwei. Aber am Getriebetunnel ist es enger. Es kann sein, dass wir da jetzt schon, das ist ja eben das besagte Problem mit der Wange vom Pole Position, ne? Der also Sitz. Also ich würde mal tippen, vielleicht kommen wir noch ein Loch tiefer, aber ich würde die Tiefe so lassen. Zeig mal. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte ist, ich kann jetzt, woher muss ich ausschenken? Warte, bleib sitzen. Heb dich nur mal an kurz. 70 Kilo. Das war's. Achso, siehst du, ich saß noch ganz außen. Cool. Also gefühlt sitze ich jetzt natürlich ganz in der Mitte. Ja. So, wenn ich mir jetzt meine Beine angucke, habe ich ein Bein ungefähr hier in der Mitte und ein Bein ungefähr hier in der Mitte. Klar, du merkst die Lenksäulen Schrägstellung noch, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, das wird jetzt echt es ist sogar gar nicht mehr so spürbar. Nee, es ist sogar schon fast so, dass ich schon fast zu weit drüben sitze. Ja. Also wir können ganz tucken wieder zurück, dass wir hier den Sitz halt auch noch dementsprechend verstellen können. Weil wenn wir ihn ganz Ruhe machen, wirst du ihn mehr nach vorne kriegen, ne? Eben. Wenn du klein bist, dann hast du ein Problem, dann kommst du mit der Sitzwange nämlich an den an die Mittelkonsole. Hier, jetzt liegen wir hier komplett. Warte, ich geh mal raus, dann kann Maxi das mal filmen. Wenn du von oben drauf guckst, sind wir jetzt so. Wann bist du da eingestiegen? Ja, krass, Alter. Es sind wirklich vielleicht, wenn ihr hier guckt, 2-3 Zentimeter von der Höhe. Aber das sind einfach die entscheidenden 2-3 Zentimeter, weil man sitzt ganz anders. Wirklich. Ganz anderes Auto. Jetzt müssen wir die andere Seite auch nochmal. Ja. Das heißt, wir richten den jetzt so aus, wie wir ihn für richtig halten und brauchen dann theoretisch nur noch die Winkel auf der Konsole festschrauben. Ja. Also die Gurtpeitsche meinst du? Ja, ja. Ja, ja, genau. Und dann kannst du losballern. Dann die andere Seite noch und dann geht's los. Alles klar. Let's go! So, einsitzen. Okay. Also ich glaube, das Vergnügen hat auch nicht jeder, ne? Nee, du bist jetzt der Max, ich, Marius. Also ich bin Nummer 3? Ja. Nee, Nummer 4. Nummer 4. Und heute Morgen? Eigentlich Nummer 3, weil du zählst ja nicht. Das ist ja dein Auto. Ich zähle dich, okay, dann bist du Nummer 3. Nummer 3, cool. Also als Beifahrer sitzt man gleich einfach ganz anders. Fühlst du es? Ja, also ich sitze jetzt so, wie ich gerne sitzen will. Das heißt, ich liege ein bisschen mehr. Mhm. Und auch so schon so wie eingelassen die Konsole jetzt hier gerade schon so ist und so. Ne? Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ne? Vorhin waren wir hier oben. Ja, also ist Welten. Und jetzt kommt auch nochmal, wir haben es eben gerade nachgewogen, weil ich konnte es gar nicht glauben, weil wir vorhin so drüber gesprochen haben, als wenn das jetzt Tonne schwer ist. Ja. Wir reden davon pro Konsole, wir blenden es mal ein, noch nicht mal ein Kilo. Ne? Ja. Muss man einfach mal sagen, weil das ist ja wirklich dann auch nicht viel. Von hier allerdings sieht jetzt gerade das Lenkrad so aus, als wenn es so steht. So. Ja, ja. Schon krass, sieht von hier fast noch krasser aus. Weil ich es jetzt rausgezogen habe und tiefer gemacht habe. Ne? Ja. Deswegen. Aber man merkt direkt, du sitzt richtig im Auto drin, ne? Also als wenn ich jetzt das Interieur umarmen würde. Aber ist ja doch schon ein bisschen gerockt. 2000. Also 2000. Eingefahren ist er jetzt. Oh,
Boah, diese Gasannahme, ne? Also ich bin gespannt, was du sagst. Du bist ja auch schon ein paar S54-Motoren gefahren. Ja. Und ich finde, es ist ein CSL-Motor und der fährt gleich ganz anders. Ja, komm doch mal richtig was raus hier. Keine Rücksitzbank und so, ne? Das täuscht natürlich schon immer viel, wenn keine Rücksitzbank drin, wie laut das so drin wird. Ne? Ja, und kurz ist auch. Also ich bin jetzt schon im vierten Gang. Ja, ja. Im Drecksler, ne? Das wird aber auch das machen, wovon das Auto gerade lebt und so knackig ist, ne? Ja. Die Abgasanlage hört sich wirklich gut an. Das ist nicht dieses Blechernde, sondern genau. Diese Cola-Dose, ne? Marius ist mit dem Ding losgefallen und dachte, Alter, hört sich das Ding schweinegeil. Da raus? Ja. Und pass auf, wenn du jetzt gleich mal so 5000 fährst. Oh, ich guck mal, stellen sich schon die Haare auf. Ich bin so ein Drehzahlfahrer, wenn du den dabei so hältst. Wenn du so weiterfährst, scheinbar nicht. Weißt du, was ich meine? Ist, ja. So, ist gleich ganz anderer Motor. Das finde ich irgendwie so. Es klingt gleich viel rauer. Ganz eigene Klangfrequenz. So, ne? Oh mein Gott, ich krieg die ganze Haut gar nicht mehr weg. Das ist gerade mal ein Viertel Klappenstellung, ne? Oi. Ich finde schon, dass er so saftig am Gas hängt und so. Ja, auf jeden Fall. So richtige Stielmotorsäge hier. Extrem gut am Gas und ja. Du merkst halt, also trotz Saugmotor fühlt sich das Drehmoment extrem stark an. Ja. Das ist im vierten Haus, das ist wegen der Übersetzung. Das ist Wahnsinn. Kurzer ist, ne? Ja. Jetzt gebe ich mal zwei Dinge. Wieder schwingen, ne? Ja, Mann. Genau so muss es gehen. Ich bin auch hammerhart am Wörter, als ich bei 5000 rumgefahren. Echt? Ja, da hat auf jeden Fall einer Spaß hier im BMW. Das ja? Muss man einfach so sagen. Sperre ist extrem gut. Geil, ne? Merkst du, ja. Weil der fährt ja in manchen Momenten fast so, als wenn es 100% gesperrt wäre. Ja. Aber im nächsten Moment dann auch wieder nicht. Also sie macht schon genau das, was er soll, ne? Richtig lecker. Oh, Bremse packen. Ah, die Downshifts, weißt du, das sind die. Ja. Aber ist halt krass, was das Auto so an Fahrspaß einfach so raushaut. Ne? Mega. Die Klangkulisse ist einfach. Du bist aber auch einfach BMW-Fahrer. Absolut. Das merkt man hier schon. Aber ich finde auch, er macht nichts. Ne? Ist halt irgendwie, weil er aus der Mitte raus das schon so schafft, das so rauszudrücken. Ne? Aber die Sperre, die funktioniert sauber. Und jetzt macht er. Ich merke auf jeden Fall, Daniel ist happy. Mir wird schon richtig warm hier. Links, rechts? Links. Jetzt muss man dazu sagen, der eine oder andere, der dich vielleicht noch nicht so kennt, du bist schon, wie der eine oder andere jetzt wahrscheinlich auch gemerkt hat, schon geübter Rennfahrer hier. Ja, bin ein bisschen gefahren. Daher auch der Spirit mit den Konsolen und so weiter. Ja, Leidenschaft kam von der Rennstrecke. Ja, aber einfach geil, ne? Mega, mega. Einfach geil, wie das Ding das einfach so wegschüttelt. Ich habe richtig Adrenalin. Ich merke das so. Auf jeden Fall danke, dass du fahren durfte. Ach, alles gut, dafür ist er gebaut. Oh, ey,
Er ist nicht dafür gebaut, jetzt auf der Rennstrecke kaputt zu spielen, aber ich sage immer wieder, egal wie geil der Unterboden ist, man muss es dann einfach noch fahren, weil sonst lohnt sich auch der ganze Aufwand nicht. Ja. So diese ganzen nächtelangen Schrauberei, wenn man diese Spaßeffekte nicht hat. Ja, du, es ist ein M und M will gefahren werden, ne? Die einen sagen, M ist für Money. Und die anderen sagen, M für Motorsport. Genau. Ja, Daniel, ich würde sagen, vielen Dank für deine Expertise. Danke. Vielen Dank für diese geilen Sitzkonsolen. Ich werde auf jeden Fall mit einem Grinsen nach Hause fahren. Ja, ich finde auch, man muss einfach tief im Auto sitzen. Das ist einfach geil. Ja, du merkst, du spürst das Auto viel besser wenn in der richtigen Sitzposition. Ne? Mal das Außermittige außen vor lassen, aber wenn, umso tiefer du mit deinem Popo kommst, umso besser spürst du die Gehkräfte. Ne? Am besten wäre noch ganz weit hinten sitzen, Lenksäule noch verlängert. Umso besser spürst du, was hinten abgeht. Wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein im Video, dass Daniel dabei ist. Ein paar wilde Themen haben wir noch. Ja. Jetzt ist erstmal Feierabend für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thank you.